Das gibt's ja nicht. Du auch zur Nachschule? Sind mal ein bisschen fett über die Kreuzung geflogen? Ich hab's mit 1,3 erwischt. Dann laufe ich normalerweise erst warm. Komm, verpiss dich. Hey, immer noch sauer? Bei einem Schaden von 1,5 Millionen. Verständlich, oder? Oh ja. Aber dafür war ich im Gefängnis und noch dazu völlig unschuldig. Na komm, lass uns doch noch mal von vorne beginnen. Hm? Ein wenig die Modebranche aufmischen. Hat doch super geklappt. Du lieferst, ich verchecks. Hör mir mal zu, du kleiner Wichser. Wenn ich in den nächsten 10 Jahren irgendeine Scheiße baue, dann bin ich sofort im Gefängnis. Wegen dir. Hey, I'm so sorry. Schau mal, David. Die Oma. Wollen Sie ihn vielleicht halten? Ja. Geh mal zur Oma. Genau. Ja. Und jetzt lauf. Lauf, Anna. Lauf so schnell du kannst. Ja. Lauf. Lauf. Schneller. Lauf. Ich bin ja nicht blöd. So leicht mache ich es Ihnen nicht. Auch gut. Ich habe ja, was ich will. Und jetzt sagt Papa zu Oma. Papa. 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 Irgendjemand hat mich bei der Polizei verpfiffen. Ich weiß nicht. Ehrenwort. Entlassen haben Sie mich wegen guter Führung. Ja. Weißt du, falls ich jemals drauf komme, dass das nur irgend so ein Streit unter Schwestern war und ich dabei blöd zum Handkuss gekommen bin. Milo. Mach ich dich fertig. Herr Alberti? Ja. Ich habe alles besucht, wirklich. Aber dass Sie jetzt schon zum 4. Mal durchgeflogen sind und eine starke Tendenz zur aggressiven Interaktion haben, jedenfalls. Die Prüferin besteht auf eine verkehrspsychologische Untersuchung. Hören Sie, ich bin bei Prüfungen etwas unentspannt, aber... Naja, unentspannt, ich weiß nicht. Der Mann hat es das Trommelfell zerrissen. Man sieht sich. Ja, klar. Die Maria ist wie ein Geist, wie ein Poltergeist, wie die Mutter. Genau. Wie die Mutter von Norman Bates im Psycho. Die ist tot. Der irre Leiche hockt tot in einem Schaukelstuhl. Außerdem ist die Maria nicht meine Mutter. Das kommt mir manchmal so vor. Rudi, bitte lass meine Mutter aus dem Spiel. Wenn die tot in einem Schaukelstuhl sitzen wird, dann würde ich vor lauter Freude drum herum tanzen. Wollen Sie drüber reden, Herr Schneider? Nein, will ich nicht, Frau Pragana. Gefällt's dir? Ist nix Photoshop. Ich habe jede einzelne Karte ausgeschnitten und beklebt. Sehr schön. Man wird in 1x40, gell? Du kommst schon, oder? Herr Schneider, wie mir der Herr Dr. Pragana... Dr. Pragana? Aha. Bist du jetzt mit allen Menschen per Sie, mit denen du Körperflüssigkeiten ausgetauscht hast? Nein, nur mit denen, bei denen ich es bereue. Also wie er mir geschildert hat... Rudi, ich heiße immer noch Rudi. Ich kann auch gern Spatzel zu dir sagen, so wie früher. Sie hat Spatzel zu dir gesagt? Vielleicht sind Sie ja noch nicht ganz offen für eine neue Beziehung, weil Sie die vorige noch nicht abgeschlossen haben. Das ist völlig natürlich. Ihr geht's genauso. Sie hängt ja immer noch an mir. Du überschätzt dich, Spatzel. Genauso wie du früher immer deine Libido überschätzt hast. Und dein Fachwissen. Und dein Konto. Deine Talente. Und ganz besonders dein Aussehen. Danke. Du mich auch. Bitte, wie soll ich da irgendwas abschließen? Die Maria ist seit 3 Monaten vermisst. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Mutter da dahinter steckt. Und ihre Freundinnen. Meine Mutter hat die Scherbe in die Schublade getan, damit ich mich dran schneide und der Verdacht auf mich fällt. Das ist ein ganz mieses Weiberkomplott. Er behauptet tatsächlich, dass seine Mutter seine Frau umgebracht hat. Ja, und das werde ich auch beweisen. Barbara, kannst du ihm nicht irgendwas verschreiben? Was Auffällendes?
Ich sorge auch dafür, dass er es regelmäßig nimmt. Ach, so ist das. Na gut, das habe ich mir eh schon immer gedacht. Oder glaubst du, ich habe nicht bemerkt, dass du immer meine Bodylotion benutzt hast? Was? Entschuldige. Wenn ein Mann sich pflegt und auf sein Äußeres achtet, muss er da gleich schwul sein, oder was? Was? Unterbrich nicht. Nein, aber wenn er mich beim Sex Horsti nennt oder Klausi oder geiler Hengst, dann schon. Ich habe die Augen zugehabt. Also, bitte. Ja, können wir jetzt wieder über meine Probleme reden?